Das Karma des Friedens, warum die Menschen bis jetzt noch nicht in Frieden leben können. Wer sehnt sich nicht nach Frieden, Harmonie, Wertschätzung, geachtet und geliebt zu werden? Aber wenn wir in den Lebensalltag hinausblicken, sehen wir viel Streit, viel Kampf, viel Unzufriedenheit, beruflich und privat. Es fängt schon im ganz, ganz Kleinen an, wenn ich zum Beispiel meine Familie habe, seit vielen, vielen Jahrzehnten zum Teil schon mit den Eltern, mit den Geschwistern, dass da in irgendeiner Form immer wieder Unstimmigkeiten sind, man sich vielleicht nicht geliebt fühlt, Streitereien. Und dann kann sich das ausweiten auch auf die Einheit des Bekannten- und Freundeskreises. Vielleicht hat man selber Familie, Partner, vielleicht auch Kinder, dann auch im Job. Und man schaut dann noch weiter in die Welt hinaus, in die Länderpolitik, in die überregionale Politik, in die Weltpolitik, zu anderen Kulturen, Religionen. Und immer wieder sind in Anführungszeichen irgendwelche Vulkane am Ausbrechen, wo sich verschiedene Parteien nicht einig werden. Oder auch Naturkatastrophen, die haben auch mit Karma zu tun. Das werde ich später erklären. Und man fragt sich manchmal, tja, wieso, weshalb, warum? Warum diese ganzen leidvollen Herausforderungen? Warum muss ich denn immer da durch? Und gibt es denn nicht Möglichkeiten, diese Herausforderungen und diese Probleme zu lösen? Und da spreche ich von diesen ganz großen Herausforderungen und Problemen, die jeder Einzelne hat. Und jeder hat unterschiedliche, die er tagtäglich stemmen muss. Und da möchte ich dich heute auf eine kleine Reise einladen, mal durch die Seelengeschichte mit mir zu reisen. Schauen wir doch einfach mal an, was bedeutet denn das Wort Karma eigentlich? Das Wort Karma ist ein altes Wort aus den indischen Veden, aus dem Sanskrit, ist die Sprache, und beschreibt lediglich einen Seinszustand. Das bedeutet, in der Vergangenheit liegt die Ursache und die Vergangenheit, die Ursache hat Auswirkung auf mein Hier und Jetzt. Warum ich im Hier und Jetzt dieses Leben habe mit den ganzen Rahmenbedingungen. Auch Aktion, wie ich gehandelt habe in der Vergangenheit, folgt immer eine Reaktion. Drittes Newtonsche Gesetz. Oder was ich sehe, das ernte ich. Was ich aussende, das kommt zu mir zurück. Mal ganz einfache Beispiele aus dem Alltag. Bin ich immer so unzufrieden? Bin ich mürrisch? Kritisiere ich alles? Entwerte ich andere Leute? Sehe ich immer bei anderen die Fehler und schleudere es ihnen auch ins Gesicht? Welches Leben habe ich dann generell? Ein unzufriedenes Leben? Ich komme zum Beispiel immer zu spät, immer passieren mir schwierige Situationen im Leben. Ich komme zum Beispiel regelmäßig zu spät zur Arbeit oder der Bus kommt immer zu spät oder ich habe nur unzufriedene Kunden, die sich bei mir melden. Also ich habe in meinem Leben privat und beruflich immer unzufriedene Lebenssituation.
weil ich das aussende, weil ich mich so verhalte, weil ich auch so spreche. Ich denke, ich fühle, ich spreche so mit meinem Gegenüber. Ich lebe so meinen Lebensalltag. Zweites Fallbeispiel. Ich bin positiv gestimmt, sehe immer die Stärken im anderen und fokussiere mich nicht auf die Schwächen. Wenn ich sehe, dass jemand Schwächen hat, dass ich ihn in seinen Schwächen unterstütze und fördere, wenn das zum Beispiel meine Talente sind. Bin freundlich, bin höflich, bin nett. Und wie sieht dann mein Leben aus? Wie sieht dann mein Leben aus? Ich denke positiv, ich fühle positiv, ich handle positiv. Ich mache den anderen nicht fertig, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern ich sage, jetzt schauen wir mal, was kann man jetzt aus dem Fehler machen? Was können wir daraus lernen? Und darum geht es. Es geht darum, dass wir hier zum Lernen sind. Deine Seele verkörpert sich immer wieder in einen Körper, um Lernerfahrungen zu machen. Und dabei gibt es ganz unterschiedliche Verkörperungsformen. Egal ob Mann oder Frau, oder es gibt auch noch andere Verkörperungsformen. Wir suchen uns es ganz bewusst aus, bevor wir auf die Erde kommen, um Lernerfahrungen zu machen. Denn die Seele an sich kennt kein Geschlecht. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir sehr lange auf dieser Erde gelebt haben. Einer der Gründe, warum wir bis jetzt noch nicht in den Frieden gekommen sind, hier auf der Erde, die Menschen im Verhalten untereinander. Weil wir zum Beispiel andere be- und entwerten wegen ihrem Geschlecht. Aber die Seele an sich ist geschlechtlos. Und es ist wichtig, sich bewusst zu werden. Und da auch mal diesen Punkt rauszunehmen, dass wir aufhören, andere nach ihrem Geschlecht und auch nach ihrer Verkörperungsform, egal ob ich jetzt als Asiate mich verkörper oder als südamerikanischer Ureinwohner oder wenn ich jetzt mich verkörpere als Ureinwohner aus Afrika. Die Seele ist auf eine Zeit hier und das war der zweite Punkt, diese nach den Nationen, nach den Ländergruppen sozusagen auch früher, wie das auch unterteilt worden ist. Man hat das andere Land bewertet, entwertet. Schaut man sich mal die Geschichte Europas an. 2000 Jahre zum Beispiel. Da haben sie sich alle gegenseitig versklavt. Derjenige, der gewonnen hat in den Auseinandersetzungen, den Kämpfen, der hat die anderen versklavt. Der hat das Geld, Immobilien, Land weggenommen und für sich beansprucht. Zum Beispiel die Griechen sind ausgezogen und haben alle dann besetzt. Dann sind die Römer ausgezogen. Dann waren wir zum Beispiel auch im deutschen Gebiet zum Teil und auch in England und Frankreich waren wir dann Kolonien, die für die Römer arbeiten mussten. Und so ging das jetzt Jahrhunderte weiter. Je nachdem, wie das jeweilige Land hieß, die jeweiligen Auseinandersetzungen waren. Aber grundsätzlich sind wir alle Seelen
die sich immer wieder verkörpern, um Lernerfahrungen zu machen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, aber was hat es für einen Sinn? Was hat es für einen Sinn, wenn ich durch bestimmte leidvolle Lebenssituationen durchgehen muss? Und da möchte ich dir kurz ein paar Zeilen aus meinem Buch vorlesen. Warum sind wir hier auf der Erde? Ursprünglich kommen wir alle aus einer Lichtquelle und entscheiden uns immer wieder für eine Reinkarnation unserer Seele, zum Beispiel auf dem Planeten Erde, um Lernerfahrungen zu gewinnen. Gemeinsam mit den geistigen Beratern wählt man vor der Inkarnation in Abhängigkeit seines persönlichen Seelenreifeprozesses seine Eltern inklusive der Familien- und Ahnengeschichte, dem sozialen Umfeld sowie des Kulturkreises aus und auch die Religion. So durchläuft die verkörperte Seele Entwicklungsprozesse durch das Sammeln persönlicher Erfahrungen, durch verschiedenste Rollenspiele mit anderen Menschen, verkörperten Seelen. Schon die alten Griechen sagten, dass das Leben ein Theater sei und jeder seine Rolle spiele. Nicht gut ist, dass sich alles erfüllt, was du wünschest. Durch Krankheit erkennst du den Wert der Gesundheit, am Bösen den Wert des Guten, durch Hunger die Sättigung, in Anstrengung den Wert der Ruhe. Von Heraklit. Schon eine Zeit her, wo der Herr gelebt hat. Jede Seele setzt sich vor der jeweiligen Verkörperung Lernziele. Wenn wir in anderen Inkarnationen das eine oder andere noch nicht so ganz verstanden haben, nehmen wir die offenen Lernaufgaben in die nächste oder nächsten Inkarnation mit. Das bedeutet, dass wir dann nochmals ähnliche Konstellationen durchlaufen müssen, bis wir gelernt haben, in Form von Erkenntnis, Ziel einer Inkarnation ist immer seelisches Wachstum, ein stetiger Reifeprozess. Du findest diese Informationen über die Verkörperung der Seele in ganz, ganz vielen, vielen Kulturen wieder. Gerade die Völker, die noch sehr natürlich leben, da ist das auch sehr, sehr tief verankert. Und auch das Bewusstsein der Kommunikation mit den verstorbenen Ahnen. Versterben bedeutet, dass einfach der Körper hier bleibt, das Körperliche, aber die Seele lebt weiter und mit der Seele ist ein feinstoffliches Feld, mit der man auf feinstofflicher Ebene kommunizieren kann. Und das haben sich viele bewahren können. Das ist auch unser Ursprung. Warum ist dieses Wissen zum Teil immer wieder verloren gegangen? Weil wir bestimmte Lernerfahrungen machen wollten. Wenn wir zum Beispiel abgeschnitten sind, wenn wir uns nur auf das Materielle fokussieren, dann fehlt uns, sage ich mal, das Seelennahrungsmittel. Wenn wir immer über einen Priester gehen oder über einen Pfarrer, um uns mit dem Göttlichen verbinden zu können, machen wir die Lernerfahrung, dass wir in irgendeiner Form abgeschnitten sind. Und je nachdem, wie der menschliche Charakter von dem anderen ist, ob das jetzt in Form vom katholischen Glauben, vom evangelischen Glauben, vom hinduistischen Glauben, islamistischen Glauben, egal welche Religion, wenn wir über einen Vermittler gehen müssen, lernen wir einfach, dass wir in irgendeiner Form abgeschnitten sind. Jedem ist möglich, dass wir uns selber mit dieser Urquelle, aus der wir alle stammen, uns verbinden können. Durch diese ganz bewussten Lerneinheiten, wenn wir uns immer wieder verkörpert haben,
waren auch enge Rahmenbedingungen. Louise Hay sagt immer, vor circa 2000 Jahren gab es das Fischezeitalter. Wenn wir auf Europa uns fokussieren, haben wir immer nach außen auf den Retter gewartet, auf den Erlöser. Jetzt vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten hat das Wassermann-Zeitalter angefangen, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, aus diesem ganzen Erfahrungsschatz, karmischen Erfahrungsschatz, mal eine Bilanz zu ziehen. So kann man sich das bildlich vorstellen, aus dem Kaufmännischen, dass ich sage, okay, die eine Seite ist ja das Soll und das Haben. Welche Erfahrungen habe ich in diesen vielen, vielen Verkörperungen gesammelt? Welchen Erfahrungsschatz? Was habe ich noch nicht so ganz gelernt? Und dann kann man mal die Bilanz ziehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu schauen, was habe ich noch nicht gelernt? Es gibt einen ganz tollen Vortrag, den ich mal angeschaut habe, über den Maya-Kalender. Vielen ist der Maya-Kalender nur bekannt als eine Scheibe. Aber es gibt Forscher, die haben sich intensiv damit beschäftigt und es ist noch mehr als eine Scheibe. Es ist ein Rad und das sich ständig dreht. Die konnten das visuell darstellen. Und wenn das einmal durchlaufen ist, dieser ganze Kalenderzyklus, ein großer, großer Zyklus, dann geht's wieder in die nächste Ära, in ein nächstes Zeitalter. Und da wird ganz genau dargestellt, wenn ich jetzt bestimmte Dinge durchlaufen habe, die Menschen auch in der Entwicklung, dann entwickelt sich das in die oder die Richtung weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe leider keine Quelle dafür. Das ist schon sehr, sehr lange her mit dem Vortrag, bei dem ich persönlich anwesend war. Aber einfach mal eingeben, vielleicht findet man Informationen darüber im Internet. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wenn man sich intensiv damit beschäftigt, findet man auch nicht nur bei den Mayas, sondern bei ganz, ganz vielen Kulturen dieses alte Wissen der Wiedergeburt. Und jetzt im Wassermann-Zeitalter haben wir wieder diesen Freiraum, frei und persönlich zu entscheiden. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, frei und persönlich zu entscheiden. Ich bin doch in irgendeiner Form eingeschränkt. Wenn wir mal zum Fischezeitalter zurückgehen und wir schauen uns mal Europa vor 1000 Jahren an. Gerade der deutschsprachige Raum. Normalerweise die klassische Wiedergeburt war, ich komme auf die Erde, ich lebe vielleicht in einem Dorf, da lebe ich mein ganzes Leben und da sterbe ich auch. Und da waren bestimmte Gesetzmäßigkeiten und da konnte ich nicht raus. Ganz strenge. Heute, in diesem Jahr, habe ich doch ganz, ganz andere Möglichkeiten, wie vor 1000 Jahren, mich in einem Dorf zu verkörpern. Und wenn man sich dessen mal bewusst wird, erweitert sich schon der Horizont mal um ein Vielfaches. Weil wir neigen gerne dazu, immer da uns drauf zu fokussieren, was jetzt ist und in welchen leidvollen Strukturen ich jetzt gerade drin bin und dass es mir doch so schlecht geht, in Anführungszeichen. Vergleicht man mal das 1000 Jahre zurück, waren da ganz, ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben wieder Zugang zu einem unendlichen Wissen. Wir können reisen. Wir können ganz schnell austauschen weltweit mit anderen Menschen.
Es gibt enorme Techniken. Und manche haben vielleicht Angst vor der Technik oder vor dieser rasanten Entwicklung und sagen dann, ach, das kann gefährlich sein und, und. Es kommt immer darauf an, wie dein Verhalten damit ist, der Umgang damit. Und das ist sehr wichtig, sich bewusst zu werden, wie gehe ich damit um? Wie setze ich die Technik ein? Wie ist deine Absicht? Im heutigen Thema nochmal zurückzukommen, Frieden, das Karma des Friedens. Wie kannst du persönlich jetzt zum Frieden beitragen, dass dieses ganze Wiederholen aufhört, diese ganzen Entwertungen, Bewertungen. Da fällt mir noch ein ganz tolles Beispiel ein. Früher war es schon schwierig, von einem Dorf ins andere Dorf zu heiraten. Da hat man sogar unter den Dörfern miteinander gekämpft. Und das ist noch gar nicht lange her. Also ich kenne noch Fallbeispiele, mir erzählt worden sind aus den 1950er, 60er Jahren. Ich komme aus Baden-Württemberg. Und Baden und Württemberg wurden nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann zusammengeschlossen. Und da hat man sich doch ganz stark bekämpft. Baden und die Württemberger. Übertragen auf die Nationen. Es ist alles noch nicht lange her. Und bis jetzt schaut man weltweit und be- und entwertet. Und du kannst gleich anfangen mit dem Frieden stiften. Und der beginnt immer bei uns selber. Immer bei mir. Wie ist denn meine Einstellung über meine Mitmenschen, über mein Gegenüber? Gibt es im Außen Menschen, die ich be- und entwerte? Reflektiere das mal, lass es mal durchlaufen. Wir sind nämlich sehr stark mit Prägung aufgewachsen, andere zu be- und entwerten, auch andere Nationen, andere Kulturen. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Nummer eins. Das zweite ist, in welchem Unfrieden bin ich? Meinem eigenen Unfrieden. Bin ich als Kind ständig bewertet worden, entwertet worden, habe ich bestimmte Leistungen nicht erfüllen können, bestimmte Erwartungshaltungen nicht. Und jetzt im Erwachsenenalter fühle ich mich da verletzt, bin ich unzufrieden. Wie verhalte ich mich jetzt dadurch gegenüber anderen? Bewerte ich, entwerte ich, lasse ich den Frust an anderen aus? Will ich kontrollieren? Kontrollieren, dass ich nicht verletzt werde. Machtausübung ist generell etwas Positives. Aber setze ich die Macht ein zum Wohle meines Umfelds oder setze ich eine Macht ein, um andere zu kontrollieren, um mich selber zu schützen? Und eine kontrollierende Macht ist, dass ich andere dadurch wieder verletze. Liebe. Wer sehnt sich nicht nach Liebe und Anerkennung? Als Kind sind wir oftmals mit Liebe mit Bedingungen aufgewachsen. Wir mussten bestimmte Dinge erfüllen. Und wenn wir bestimmte Dinge nicht erfüllt haben, bei den Eltern sind wir mit Liebesentzug bestraft worden. Und so kennen wir Liebe mit Bedingungen, aber nicht eine bedingungslose Liebe.
Und so gibt es dann auch immer wieder große Ungleichgewichte. In Partnerschaften zum Beispiel. Da suchen wir meistens das, was wir bei unseren Eltern nicht bekommen haben und haben dann die ähnlichen Verhaltensweisen. Und das löst in uns immer Unfrieden aus. Und dieses Verhalten gegenüber dem anderen wirkt dann verletzend. Und dadurch geschehen auch Unzufriedenheitssituationen bei dem anderen ein. Löse ich dann dadurch aus. Oder Wertschätzung und Anerkennung. Wenn ich andere entwerte, bewerte, immer rumnörgel, dann lasse ich im Grunde meinen Frust am anderen aus. Durch das Entwerten meine ich dann, mich über andere zu stellen, meinen Selbstwert zu erhöhen und den Wert vom anderen zu reduzieren. Aber was mache ich damit? Ich bekomme dadurch nicht die Liebe und Anerkennung, die Wertschätzung, die ich eigentlich erreichen möchte. Im Gegenteil, ich verletze den anderen. Und innerlich bleibe ich leer, weil ich dadurch negative Energie kreiere. Und wenn ich das nicht erkenne, dann nimmt es im Laufe der Jahre, Jahrzehnte Fahrt an. Und bei den älteren Menschen, also bei den Seelen, die dann inkarniert sind und weiter in diesem Bewusstsein bleiben, sieht man das nachher am ganzen Gesicht, an der ganzen Mimik, die haben so ganz bestimmte Frustriertheitsfalten, verbissenen Gesichtsausdruck und auch die dementsprechende Körperhaltung, die Art und Weise, auch die Augen. Du kannst ganz genau die Lebensgeschichte ablesen, Gesicht am Körper. Denn deine Gedanken, deine Gefühle, dein Handeln spiegeln sich irgendwann, setzt sich das körperlich fest. Ob jetzt im Positiven oder im Negativen. Oder wie die Jugend sagen würde, Negativaura. Aura ist 2024 das Jugendwort des Jahres. Und die würden das zum Beispiel als Negativaura bezeichnen. Wenn jetzt so viele Menschen in ihrer inneren Disharmonie sind, in ihrer Unzufriedenheit, im Privaten, dann verhält es sich auch so im Außen, im Berufsleben. Die Mitarbeiter, die Kollegen, der Busfahrer, die Bankangestellte, Bäckereiverkäuferin, der Familie, Bekanntenkreis, Freundeskreis. Ich bin immer nur am Beschweren, am Rummeckern. Und dann geht's so weiter. Bei den leitenden Positionen, Vorgesetzte, Firmeninhaber, Chefs, Konzernleitung, Politik. Länderübergreifend, nationenübergreifend. Und der eine bewertet und bekämpft den anderen. Ändern kann ich es bei mir selber. Beginne zu schauen, wo sind deine Disharmonien? Was fehlt dir? Wie verhältst du dich täglich? Wie bist du geprägt worden? Durch die innere Arbeit zusammenfassend kannst du in deinen inneren Frieden treten, kommen. Und dadurch strahlst du dann eine Positiv-Aura aus, positive Energien. Und wenn du positive Energien ausstrahlst, kannst du damit andere in Anführungszeichen anstecken. Berühren.
Und so erzeugt sich dann nachher ein Dominoeffekt. Kommt der eine Stein ins Fallen, klick, 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 berührt es auch den anderen. Fallbeispiel: Mahatma Gandhi hat durch seine Friedenspolitik es geschafft, Indien aus der Kolonialherrschaft zu befreien. Es gibt viele Beispiele, wenn man mal schaut. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, Frieden zu stiften, Dinge zu erreichen. Beginnen müssen wir selber erstmal bei uns und nicht sagen, da und dort und mit dem Finger auf die anderen zeigen. Der Friede beginnt erstmal bei mir, in meinem Innern. Ich habe letztes Jahr einen Friedenssong aufgenommen. Den Text habe ich über 2 Jahre hinweg immer wieder durchgesagt bekommen von der geistigen Welt. Und der Titel lautet Let's Heal the World Together and Forgive Each Other. Lasst uns gemeinsam die Welt heilen durch Vergebung. Wir wissen nicht mehr, wer wie irgendwann angefangen hat. Das ist schon so, so lange her. So, so lange her. Wir können das ändern durch die Vergebung, durch die Umstellung unserer Einstellung gegenüber unserer Umwelt, dass wir das Bewusstsein erweitern, uns wieder daran erinnern, dass wir Seelen sind, die sich immer wieder verkörpern, um zu lernen. Und es ist jetzt Zeit ist, dass wir das Gelernte umwandeln können in ein friedvolles, liebevolles und wertschätzendes Miteinander weltweit. Ja, das ist ein Weg. Das ist so. Starten können wir jetzt. Du kannst starten. Heute noch. Und durch innere Arbeit in deinen inneren Frieden kommen. Was dir dabei helfen kann bei der inneren Arbeit, sind die Techniken der Karma-Auflösung aus meinem Buch Karma Wandeln, Auflösen und Heilen 2.0. Damit kannst du wunderbar arbeiten. Du lernst Stück für Stück die Grundlagen kennen und kannst es sofort umsetzen. Also, wenn du möchtest, dann starte heute noch.